Die Weihnachtsgeschichte. Die Geburtsgeschichte Jesu beginnt damit, dass der Kaiser Augustus eine erste Volkszählung durchführen lässt und sich deswegen jede Familie in den Heimatort des Familienvaters begeben soll. Aus diesem Grund begibt sich Josef mit seiner hochschwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem. Als sie dort angekommen sind, bringt Maria ihren erstgeborenen Sohn zur Welt. Das Neugeborene wird gewickelt und in eine Krippe gelegt. Daraus wird zumeist geschlossen, dass die Geburt in einem Stall stattfand. In der Nähe lagern Hirten, werden von einem Engel aufgesucht. Er teilt ihnen mit, dass in Bethlehem der Heiland geboren sei. Darauf kommt eine Schar von Engeln zu ihnen, dem hinzu. Sie lobpreisen Gott und verheißen den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden auf Erden, die Hirten eilen nach Bethlehem und huldigen dem Kind. Nachdem sie das Kind gesehen und von der Begegnung mit dem Engel erzählt haben, kehren sie wieder zu ihrer Heimat zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Zu Ende.